Es war im Jahr 1883. Henry Irving hatte in London noch nicht als Mephistopheles im Faust brilliert, Queen Victoria noch nicht ihr goldenes Thronjubiläum begangen und Jack the Ripper noch nicht sein Unwesen im East End getrieben. Meine Frau Emilia und ich hatten uns vorgenommen, uns mit der Hochzeitsreise den Traum eines jeden Engländers zu erfüllen. Wir wollten das romantische Deutschland bereisen. Das Rheintal hatten wir einstweilen, begeistert von den Schönheiten der Burgen und Schlösser links und rechts des Flusses, bereits hinter uns gelassen und gedachten nun, dem idyllischen hessischen Städtchen Frankfurt am Main einen Besuch abzustatten. Oh, George, was für ein hübscher Bahnhof. Ja, nimmst du mal den Koffer an, Emilia? Ja, natürlich. Oh, der ist aber schwer. So schwer war er doch nicht, als wir England verließen. Du darfst eben nicht immer so viele Andenken erwerben. Ach, George. Hier, der zweite. Hast du ihn? Ja, doch. Oh, also wenn du mich fragst, ist in diesem Koffer noch viel Platz für ein paar nette Andenken. Dass du das sagen würdest, habe ich befürchtet. Ach, steig aus, der Zug fährt jeden Moment weiter. Oh, ja, ja. So. Vorsicht! Ach, George, nein, wirklich. Wie leid mir das tut. Ich habe sie gar nicht gesehen. Mal wieder. Tja, ist ja nichts passiert, Ma'am. Wirklich nicht? Nein, nein. Um mich umzuwerfen, braucht es schon stärkere Geschütze. Sie müssen einem Mann verzeihen. Er ist manchmal etwas ungeschickt. Und meine Frau des Öfteren etwas vorlaut. George. Naja. Ich verstehe. Sie beide sind wohl auf der Hochzeitsreise, was? In der Tat. Wie haben Sie das erraten? Naja, die Zeichen sind nur zu deutlich. Diese kleinen Kabeleien zum Beispiel. Es ist ja meist das erste Mal, dass ein Paar für längere Zeit ganz unter sich ist. Und da kommt es dann vor, dass... Dass es Zank und Streit gibt, genau. Naja, also Streit würde ich das nicht nennen, wenn... Leugnen ist zwecklos. Wir sind bereits durchschaut, Liebste. Ach, was soll's. Vertragen wir uns wieder? Aber ja. Sie sind Engländer? Ja. Arbeiten Sie haupt- oder nebenberuflich als Hellseher? Weder noch. Wir sind, um genau zu sein, aus Wales. Meine Frau Emilia. Angenehm. Gleichfalls, gleichfalls. Und ich bin George Price. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Price. Mein Name ist Elias P. Hutchison. Ich stamme aus Isthmian City, Bleeding Gulch im Mapletree District. Aha. Sie sind folglich Amerikaner. Ja, aus Nebraska. Oh, das klingt aufregend. Nun, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich schon so einiges in meinem Leben erlebt habe, Mrs. Price. Ja. Und was, wenn ich fragen darf, verschlägt einen Abenteurer wie Sie ins beschauliche Städtchen Frankfurt am Main? Sie dürfen. Denn wenn es hier ein Abenteuer zu erleben gibt, würden mein Mann und ich uns Ihnen zu gerne anschließen. Nicht wahr, George? Ohne mit der Wimper zu zucken. Geradezu furchtlos würden wir uns hineinstürzen. Sehen Sie? Und schon haben sich die Streithähne wieder gerne. Und das haben wir nur Ihnen zu verdanken. Aber zurück zu Ihrem Abenteuer. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Ich bin nur auf der Durchreise, um den garantiert urältesten Methusalem in einem Städtchen in Böhmen aufzusuchen. Wie interessant. Und es bleibt abzuwarten. Was unterwegs an touristischen Attraktionen auf dem Weg liegt, sehe ich mir natürlich an. Zum Beispiel Frankfurt. Zum Beispiel Frankfurt. Aber weit mehr noch freue ich mich auf meine nächste Station. Die da wäre? Nürnberg. Oh, das Lebkuchenparadies. Wie abenteuerlich. Sie tun Nürnberg Unrecht. Die Stadt hat weit mehr zu bieten als Lebkuchen, Fachwerkhäuser und Butzenscheibenromantik. Da bin ich aber gespannt. Nun, ich habe dort eine Verabredung mit einer sehr besonderen Frau. Aha. Sie ist sogar so berühmt, dass sie in jedem Reiseführer Erwähnung findet. So, so. Kann man ihren Namen in der Gegenwart einer anständigen Frau wie meiner Gattin nennen? George. Sicherlich. Es ist die eiserne Jungfrau von Nürnberg. Ja,
wenn es eine Jungfrau ist. Sie gilt als eines der grausamsten Foltergeräte, das je von Menschen ersonnen wurde. Ja, natürlich. Ich habe in der Tat von der Dame in unserem Reiseführer gelesen. Eine durch und durch faszinierende Person.